uns sitzt der Manolo. Manolo, erstmal herzlich willkommen hier bei Costa Blanca Television. Dankeschön. Manolo, 39 Jahre lang Fotograf gewesen. Jawohl. Und davon viele, viele Jahre auch in Deutschland. Ja. Wo denn? In Offenbach, Umgebung Offenbach, Frankfurt. Aber Meister in Offenbach. In Offenbach. Und die ganze Bundesliga auch durchgemacht. Ja, ganz, also seit 1960, das erste Mal war noch keine Bundesliga, war nur Regionalliga. Aber dann von Anfang an nur Bundesliga fotografiert bis zum 1999 bin ich nach Spanien wieder zurückgekommen. Okay? Ja. Also, über 38 Jahre in Deutschland. Ja, Arbeiter, ja. Fotograf. Von wo, von Spanien kommst du? Von Madrid. Von Madrid, Madrid. Madrilene. Real oder Atletico? Ach, Real, immer. Ja, Real ist gut. Immer Real. Ja, ja, gut, super. So, jetzt sehen wir dich mit einem Trikot, Original-Trikot ja, von Eintracht Frankfurt. Ja, will die Eintracht an mein letztes Spieltag in Frankfurt, die hat mich als Geschenke und Andenken mit der Unterschrift von... Von der ganzen Mannschaft? Als Spieler von der ganzen Mannschaft. Ja. Eine gute Erinnerung. Ja, das trotzdem, dass ich von Kickers Offenbach war. Okay? Ah so, ja, ja, das war auch so eine Rivalzone. Ja, ne? Ja, 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 ja. Eintracht Frankfurt ist im Moment auch wieder ganz schön stark. Moment, ne? Ja, die haben noch die Chance, dass sie in die Europa-Liga kommen. Ja, okay? Das ist super. Letzter Spieltag in Chile alles. Ja. Mein Lieblingsverein in Deutschland, Kickers Offenbach. Okay? Und die haben mich auch als Geschenke mit meinem Namen. Okay? Ja. Hier. Ah ja, Manolo die, Torres. Ja, die größte Erfolg war damals die deutsche Pokalsieger. Okay. Der war sehr schön. Du bist ein sehr guter Fan, sage ich ja, mal. Ja, immer. Immer gewesen. Ich bin immer noch Mitglied. Bin die Nummer 923 Mitglieder von der Kickers Offenbach. Wie viele haben die insgesamt? Weißt du das? Ich weiß nicht, aber die sind schon vor 35 Jahren bin ich immer noch Mitglied von Kickers. Aber immer noch aktiv. Ja, das werden wir natürlich dann auch auf der Facebook-Seite von Kickers Offenbach mit draufsetzen im Video. Ich gucke jeden Tag gucke so im Internet, was gibt Neue bei Kickers Offenbach und so. Okay. Ja, du kannst sie auch hier grüßen direkt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, kannst sagen, hallo, liebe Grüße. Hallo, liebe Kickers. Hallo, Frau Klein. Bin Manolo, kennen Sie mich gut. Ja, Manolo, natürlich auch mit dem legendären deutschen Boxer, den einzigsten Weltmeister seiner Zeit, heute haben wir ja mehr, ja. Mit unserem lieben Max Schmeling, warst du auch drauf. Wo war das, wenn ich fragen darf? Das war in die deutsche Sportpresse, damals in Frankfurt. Ah ja. Hier und wen hast du da noch? Ach ja, mein bester Freund in Deutschland, Otto Rehagel. Europameister mit Griechenland ja, geworden. Jawohl, mit Griechenland. Jahrelang Trainer bei Werder Bremen, ja, ja, ja. Bayern München auch. Ja. Und hier für mich die beste Fußballer aller Zeiten, Alfredo Di Stefano. Ja, super. Und die kennst du alle oder hast du alles, alle kennengelernt? Persönlich auch. Und ich kenne noch alles. Ja, und wir haben auch habe immer noch Kontakt mit alles. Gell? Ja, und wir haben auch mitgekriegt, dass du selbst zu ihren Geburtstagen manchmal eingeladen worden bist. Ja, ja, ne? Bei Rudi Völler warst du zum Rudi Geburtstag. Bei Rudi Völler war ich eingeladen, seine Geburtstag, jawohl. Ja, ich super. Habe hier auch ein Foto von ja, seinem ja, ja, ja. Seine Geburtstag. Okay? Und ja, ja. Bin die Leverkusen letzte Zeit in Madrid gespielt, in Europapokal. Waren wir zusammen, haben wir zusammen getroffen, da im Hotel, wo die ja. Leverkusen war. Okay? War eine große Freude, wie der Rudi zu sehen. Ja. Ich kenne Rudi seit angefangen bei Kickers Offenbach. Jetzt mal eine andere Frage. Wie kommt man eigentlich von Madrid über Deutschland nach Torrevieja? Ich bin meine Ruhe habe. Ist jetzt natürlich Pensionist. In Madrid ja. ist viel Trubel, gell? Und ja. hier in Torrevieja. Klima ist wunderbar. Und ja. habe mir wie lange kennst du schon Torrevieja? Ich bin schon seit 15 Jahren in Torrevieja. Jetzt bin ich im Dezember 15 Jahre. 15 Jahre schon. Ja, 15 Jahre. Und gefällt dir? Prima. Super, super. Super. Ne? Schönes Wetter. Ja, super, super. Ich habe auch hier viele deutsche Freunde. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt natürlich mal auch etwas Privates. Welche Musik hört denn Manolo Torres gerne? Ach, Musik. Ich, sowieso die mexikanische Musik und dann die spanische Copla. Ja. Die Flamenco. Ja, ja, ja. Aber natürlich original aus Andalusien. Ah, ja, klar, original aus ja, Andalusien. Ja, ja. Ja, ja. Und wie sieht es mit Essen aus? Was ist das Lieblingsgericht von Manolo? Essen alles. Alles. Vielmals essen wir auch hier deutsches Essen. Gehen ja. wir auch manchmal hier deutsches Restaurant. Ja. Essen wir auch
Die Leberkäse mit der Spiegelei. Ja. Schmeckt sehr gut. Currywurst. Die Currywurst sowieso. Die war natürlich in Deutschland gut, ne? Ja, und die letzte Zeit haben wir die Chili con Carne gegessen. Ah, auch super. Im deutschen Restaurant. Ja, das ist super. Und jetzt bist du Pensionist und machst gar nichts mehr. Ich mach gar nichts mehr. Nur ein bisschen Hobby, Fotografie und so. Und geht's auch nochmal nach Deutschland? Doch, ich fahr jedes Jahr. Ja? Ich habe in Deutschland meine Nichte, die ist bei Simbach an Inn. Ja. Und besuche ich offenbart immer. Wenn ich nach Deutschland gehe ich immer offenbart. Guck sowieso immer bei Kickers und alles. Ja, hier in Torrevieja haben wir natürlich auch einen Fußballverein, den FC Torrevieja. Die haben leider Gottes wieder mal verloren. Ja. Und was meinst du, ist nicht so die Welt? Vor 3 oder 4 Jahren, der Engländer, der Sponsor. Ja. Und der war gut. Also, Ball in die zweite Liga kommen, aber momentan ist die Krise. Natürlich. Ja, Manolo, dann bedanken wir uns natürlich bei dir für das Interview. Danke auch. Für deine große Erfahrung, die du in den letzten 40 Jahren fotografisch gemacht hast. Du hast wahrscheinlich, wie viele Fotos hast du ungefähr gemacht? Boah, weißt du das? Tausende. 100.000 kann man sagen? Tausende von Fotos habe ich gemacht. Ja. Auch für deutsche Presseagentur? Ja, klar. Für alles die Offenbach Post, für die Bild-Zeitung, für die Frankfurter Allgemeine, für Frankfurter Rundschau, für Kicker, alles. Und melden sich mal ab und zu noch mal ein paar Fußballer bei dir? Oder? Ich gucke jede Wochenende Fußball von Deutschland. Ja. Ich habe eine Sendung hier, gucke jede Wochenende und Schalke. Und der Eintracht, Bayern München, egal wer der kommt, gucke ich immer. Ja. Hast du noch Kontakt mit einigen deutschen guten Spielern? Ja. Ich habe noch mit ein paar Spielern, hier zum Beispiel mit dem Torwart von Eintracht Frankfurt, Nicolo, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Okay? Mhm. Und wie gesagt. Ja, jetzt im Moment sind ja zwei Deutsche auch bei Real Madrid, ne? Özil und Diakiga. Özil ist super. Für mich, wenn Özil so viele Tore machen wie Ronaldo oder wie Messi, für mich war Özil viel besser als alle beide. Ja. Weil die Techniken von Özil, die haben nie Ronaldo oder Messi. Ja. Diese Techniken, diese Augen und ich gucke so, ich weiß, wo die Ball kommt. Also das ist für mich, Özil ist momentan für mich die beste Fußballer Europas. Und der wird die beste Fußballer Europas. Ja, dann bedanken wir uns bei dir, Manolo. Danke. Und wünschen dir natürlich noch alles Gute für die Zukunft. Ne? Okay. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder hier. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.